Meine lieben Drachlinge, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dragon Age Origins. Hier vor mir steht die Herrin des Waldes. Sie ist der Geist, den Zatrian damals beschworen hat. Und wir haben im letzten Part mit ihr geredet und sie meint, wir sollen Zatrian jetzt holen. Das werde ich jetzt auch tun. Okay. Ich sehe gerade ein Waldgeister. Wir sollen dann hier hochgehen, hat die Herrin gemeint. Wir werden das tun. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Schätze. Nix. Okay. Wir gehen mal da hoch. Die Hüterin hat uns auch hier alles über seine Vergangenheit erzählt und ja, wir konfrontieren ihn jetzt mal damit. Ah, da seid ihr ja endlich. Irgendwie wusste ich, dass ich euch hier begegnen würde. Wirklich? Ihr seid wohl eher der intuitive Typ. Es gab keine Möglichkeit vorauszusehen, was geschehen würde, sobald ihr diese Ruine erreicht. Deshalb habe ich entschieden, selbst hierher zu kommen. Wir beide müssen uns unterhalten. Ja, ja, wir haben später noch genug Zeit dafür. Aber habt ihr das Herz? Ich mach so patzig, ey, alter Mann. Nein, habe ich nicht. Ihr habt es nicht? Dürfte ich euch fragen, warum ihr die Ruine dann verlasst? Ich wurde geschickt, um euch zur Herrin des Waldes zu bringen. Oh, so nennt sich der Geist jetzt also. Und dürfte ich auch erfahren, was sie von mir will? Sie wird Schattenreißer nicht herbeirufen, wenn ihr den Fluch nicht aufhebt. Ihr wisst aber, dass sie selbst Schattenreißer ist, oder? Ja, das habe ich mir gedacht. Sie ist der mächtige Geist dieses alten Waldes, den ich vor langer Zeit beschworen und an den Körper des Wolfs gebunden habe. Ihr Wesen entspricht dem des Waldes selbst. Sie ist wunderschön und schrecklich, ruhig und wild, Jungfer und Bestie. Sie ist sowohl die Herrin als auch Schattenreiser. Es sind die zwei Seiten eines einzigen Wesens. Der Fluch kam ursprünglich von ihr. Diejenigen, die sie infizierte, wurden zu Spiegelbildern ihres eigenen Wesens. Sowohl wilde Bestien als auch Menschen. Der Fluch schwankt ursprünglich von euch. Sie haben meinen Clan angegriffen und waren dieselben wilden Tiere wie eh und je. Sie verdienen es, ausgerottet zu werden, nicht, dass man sie verteidigt. Kommt, ich werde euch zurück in die Ruine begleiten. Gehen wir und sprechen wir mit dem Geist. Dann werde ich sie in Schattenreißers Gestalt zwingen und ihr könnt sie erschlagen und euch ihr Herz nehmen. Wollt ihr nicht zumindest darüber nachdenken, mit ihnen zu sprechen? Warum? Auch wenn ihr behauptet, dass sie ihre Seelen wiedererlangt haben, bleiben sie doch wilde Bestien. Ihr Wesen hat sich nicht geändert. Alles, was sie wollen, ist Rache. Oder eine Erlösung, die ich ihnen nicht geben werde. Nein, lasst uns das Herz holen und das hier beenden. Seid ihr nach all der Zeit noch immer so voller Hass? Ihr wart nicht dabei. Ihr habt nicht gesehen, was sie meinem Sohn und meiner Tochter angetan haben. Und so vielen anderen. Ihr seid ein Dalish. Ihr wisst, wie hart wir für unsere Sicherheit und für Gerechtigkeit kämpfen müssen. Ich konnte ihre Verbrechen nicht ungesühnt lassen. Ah, Schattenreißer hat erzählt, also beziehungsweise die Herrin des Waldes hat erzählt, dass Zatrians Sohn von Menschen getötet worden ist und Zatrians Tochter ist von Menschen vergewaltigt worden. Und anschließend hat sich Zatrians Tochter selbst das Leben genommen. Dadurch hat er halt den Fluch gemacht. Aber diejenigen, die das gemacht haben, sind schon vor hunderten Jahren gestorben.
Und er will nicht einsehen, dass er den Fluch jetzt hier aufheben muss, obwohl die Täter schon lange tot sind. Aber diese Verbrechen wurden vor Jahrhunderten begangen. Ich erinnere mich an sie, als wäre es gestern gewesen. Selbst wenn sie inzwischen mehr als Tiere sind, wollen sie nur Rache. Sie würden meinen Clan niemals in Frieden lassen. Ihr könntet euch zumindest mit ihnen treffen, das ist mein Vorschlag. Und was ist, wenn sie nicht reden, sondern Rache wollen? Werdet ihr dafür sorgen, dass mir nichts geschieht? Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Ich sehe zwar nicht, welchen Sinn das haben soll, aber gut. Inzwischen sind viele Jahrhunderte vergangen. Hören wir uns an, was der Geist zu erzählen hat. Ja. Siehst du? Da bist du also, Geist. Ah, sie ist die Herrin des Waldes. Ihr werdet sie angemessen ansprechen. Du trägst jetzt also einen Namen, Geist? Und du gibst auch deinen Schoßtieren welche? Diesen Bestien, die dir folgen? Sie waren es, die mir einen Namen gaben, Zathrian. Und sie wählen sich ihre Namen selbst. Sie folgten mir, weil sie mit meiner Hilfe begreifen, wer sie sind. Sie sind nichts anderes als das, was ihre Vorfahren waren. Wilde Bestien, wertlose Hunde. Ihre grauenhafte Gestalt spiegelt nur ihre abscheulichen Herzen wider. Er wird uns nicht helfen, Herrin. Ich habe es euch gesagt. Er ist nicht hier, um zu reden. Nein, ich bin hier, um zu reden, auch wenn ich keinen Sinn darin sehe. Wir alle wissen, wo das hinführt. Du kannst ebenso wenig gegen deine Natur handeln, wie ich gegen meine. Es muss nicht so kommen. In deinem Herzen ist noch Platz für Mitgefühl, Zathrian. Ich bin mir sicher, deiner Rache wurde Genüge getan. Meine Rache währt ewig, Geist. Genau wie mein Schmerz. Das hier ist Gerechtigkeit. Nichts anderes. Bist du sicher, dass dein Schmerz der einzige Grund ist, warum du diesen Fluch nicht aufhebst? Hast du dem Sterblichen erzählt, wie er erschaffen wurde? Er sagte, er habe euch beschworen und an den Körper eines Wolfs gebunden. Genau das hat er getan. Schattenreißer und ich sind in einem Wesen aneinander gebunden. Aber derart mächtige Magie konnte nicht ohne Zathrians eigenes Blut bewerkstelligt werden. Deine Leute glauben, du hättest die Unsterblichkeit eurer Ahnen wiedererlangt, Zathrian. Aber das ist nicht wahr. Solange der Fluch existiert, existierst auch du. Nein, so ist das nicht. Nein. So, ich muss gucken, OBS, nimmst du auf? Ja, schön. OBS nimmt schön auf. Ich kann nicht glauben, dass ihr nur aus Rache euer Volk verraten habt. Das ist kein Verrat. Ich habe getan, was nötig war. Ich habe für Gerechtigkeit gesorgt, damals wie heute. Der Fluch würde mit Zathrians Tod nicht enden. Allerdings hängt sein Leben davon ab, dass er weiter existiert. Und ich glaube, dass sein Tod eine Rolle bei der Aufhebung des Fluchs spielt. Dann töten wir ihn! Reißen wir ihn in Stücke! Auch wenn ihr sprechen könnt, bleibt ihr doch Tiere. Was würde euch mein Tod bringen? Nur ich weiß, wie das Ritual beendet werden kann. Und ich werde es niemals durchführen. Seht ihr? Wir müssen sie alle töten! Begreift ihr jetzt? Sie wenden sich ebenso schnell gegen euch. Tut, weshalb ihr hier seid, grauer Wächter. Oder geht mir aus dem Weg. Ihr werdet diesen Fluch aufheben, und wenn ich euch dazu zwingen muss. Wir stehen für das Richtige ein, egal was es kostet. Dann sterbt ihr mit ihnen. Ihr alle werdet so leiden, wie ihr es verdient. Und sie verwandelt sich. All dieser Lärm und diese Aufregung.
Ja. Lally, helfen. Wo ist Wynn? Wynn ist hier. Ich mache erstmal die Gruppenheilung. Soll ich gehen? Lally? Da. Sofort. Und ich... noch den am Platz. Genauso wird es geschehen. Ich sehe nichts. Nein, das reicht. Ich kann euch nicht besiegen. Beendet es! Erschlagt ihn! Nein, verschont ihn! Bitte! Herrin, haltet ihn auf! Nein, Windläufer. Wir werden ihn nicht töten. Wenn in unseren Herzen kein Platz für Mitgefühl ist, wie können wir dann erwarten, dass es bei ihm anders ist? Ich kann deine Bitte nicht erfüllen, Geist. Ich bin zu alt für Mitleid. Ich sehe vor mir nur die Gesichter meiner Kinder, meiner Leute. Ich kann es nicht tun. Puh, ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat, ey. Ich hatte vorhin auch aufgenommen, da habe ich zuerst ihn angegriffen, als er tot war. Sind die anderen Geister weggegangen. Und dann wollte ich mit ihm reden, dann ging die eine Sequenz runter, wo wir in den Raum hier reinkommen mit ihm. Puh, okay. Ist das wahr oder habt ihr Angst zu sterben? Geht das nicht an? Alle schon viel zu lang Zeit führen, wird ihren Kampf sterben lassen, deshalb. Schon viel zu lang Zeit führen. Ist das genau, da habt ihr Angst zu sterben? Geht das nicht alle schon viel zu lang Zeit führen? Vielleicht habe ich schon zu lange gelebt. Mein Hass ist wie eine uralte, knorrige Wurzel. Er hat meine Seele zerfressen. Was ist mit dir, Geist? Du bist ebenso an den Fluch gebunden wie ich. Hast du keine Angst vor dem Ende? Du hast mich erschaffen, Zathrian. Du hast mir Gestalt und Bewusstsein gegeben, wo vorher nichts war. Ich habe Schmerzen und Liebe erfahren. Hoffnung und Angst. All die Freuden, die das Leben ausmachen. Aber von allen Dingen ersehne ich nichts mehr als das Ende. Ich bitte dich, Schöpfer,
Bereite mir ein Ende. Wir bitten dich. Hab Mitleid. Du beschämst mich, Geist. Ich bin ein alter Mann, der sich selbst überlebt hat. Dann wirst du es tun? Du hebst den Fluch auf? Ja, die Zeit ist gekommen. Lasst uns all dem ein Ende bereiten. Es ist vorbei. Sie ist fort und wir sind Menschen. Ich kann es kaum fassen. Was werdet ihr jetzt tun? Wir werden wohl den Wald verlassen. Andere Menschen suchen. Sehen, was uns dort erwartet. Das dürfte interessant werden. Glaubt ihr nicht? Danke. Wir werden euch nie vergessen. Greift auch keiner mehr an. Hallo? Seid ihr ein bisschen doof? Wir haben es geschafft. Wir haben den Fluch aufgehoben. Ich bin stolz auf euch. Super. Ja. Aber ich beende den Part jetzt hier. Bis dann. Tschüss.